Vielen Dank, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 4. Das ist die Große Anfrage 21 der Fraktion der Piraten, Drucksache 11660, zu Aktivitäten und politischen Initiativen der Landesregierung im mittelbaren und unmittelbaren Zusammenhang mit der Bertelsmann Stiftung, ihren Tochtergesellschaften, ihren Gesellschaftsanteilen und mit ihr verbundenen Initiativen, Einrichtungen und Personen sowie der Bertelsmann SE und Co. KGaA, ihren Tochtergesellschaften, ihren Gesellschaftsanteilen und mit ihr verbundenen Initiativen, Einrichtungen und Personen. Eine interessante Überschrift dieser Großen Anfrage 21. Und ich erteile für die Fraktion der Piraten den Dr. Paul das Wort. Ich möchte noch einen Hinweis geben auf die Antwort der Landesregierung. Das ist Drucksache 12436. Aber ich dachte, das wäre selbstverständlich gewesen. Bitte vielen schön. Dank, lieber Herr Präsident, vor allen Dingen für Ihre schöne Wertung unserer Überschrift. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Zuschauer, zunächst einmal das, was ich gehört. Wenn man nämlich fragt und eine Antwort bekommt, dann muss man Danke sagen. Dann will man auch Danke sagen. Also danke, liebe Landesregierung. Und insbesondere danke, lieber Herr Minister Lersch-Mense, der leider nicht hier sein kann, für die Beantwortung der Großen Anfrage meiner Fraktion zum Thema Bertelsmann und Landespolitik. Die Antwort lässt in mancherlei Hinsicht tief blicken und bietet durchaus Chancen für Forschende, den um sich greifenden postdemokratischen Raum weiter auszuloten und dessen innere Wirkzusammenhänge zu erhellen. Der von uns abgefragte Zeitraum betrug in etwa 25 Jahre, ab dem 01.01.92. Unter Verweis auf eine über alle Ressorts durchschnittliche 10-jährige Aufbewahrungsfrist grenzte die Landesregierung dies auf den Zeitraum vom 01.01.2005 bis zum Datum der Anfrage ein. Zudem wurde aus Zeitgründen von einer Befragung früherer Funktionsträger abgesehen. Elektronische Kalender wurden, so die Landesregierung, personen- und funktionszugeordnet geführt und nach jedem Amtswechsel gelöscht. Ich möchte hier ausdrücklich festhalten, dass wir Piraten die digitale Revolution da ganz anders verstehen. Sie sollte gerade nicht missbraucht werden als Einladung zu einer staatlich verordneten Geschichtsvergessenheit. Vieles an der Antwort der Landesregierung ist bemerkenswert und einer Diskussion allemal würdig. Exemplarisch hier einmal die Ausführungen zum Kontext Hochschulen. Die Hochschulen unterliegen, so die Landesregierung, seit Inkrafttreten des Hochschulfreiheitsgesetzes am 01.01.2007 nur noch der Rechtsaufsicht und nicht mehr wie zuvor einer Berichtspflicht. Also das Pinkwart-Gesetz, auf das das Zentrum für Hochschulentwicklung CAE maßgeblichen Einfluss ausgeübt hat, bis hin zum Liefern von konkreten Textbausteinen und das weitergehend auch noch mit der Begleitung der Hochschulen hinaus in die neue Freiheit beauftragt wurde. Aber selbst wenn eine Berichtspflicht nicht besteht, warum hat die Landesregierung die Hochschulen ausdrücklich aufgefordert, ab dem 01.01.2007 keine Angaben zu machen? Wofür ist das ein Indiz? Soll da etwas hinter dem Berg gehalten werden? Die Hochschulen hätten schließlich auch freiwillig Angaben machen können, wie beispielsweise die Unis Bielefeld und Bochum. Zwar bestehen als Grenzen der Antwortpflicht der Kernbereich exekutive Eigenverantwortung sowie die Grundrechte, aber ganz so eindeutig erscheint die Verneinung der Auskunftspflicht im vorliegenden Fall deshalb nicht, weil es in § 76 Absatz 4 Hochschulgesetz NRW heißt, dass das Ministerium sich jederzeit auch durch Beauftragte über die Angelegenheiten der Hochschule informieren und an den Sitzungen des Hochschulrates teilnehmen kann. Deshalb stellen wir fest, dass sich die Landesregierung mit dem einschränkenden Verweis auf die Rechtsaufsicht einen schlanken Fuß gemacht und hier recht flapsig geantwortet hat. Wohin, meine Damen und Herren, soll das führen, wenn der Gesetzgeber, wenn wir Parlamentarier keine Rückmeldung mehr über die Verwendung von Steuermitteln erhalten? Hält das die Landesregierung ernsthaft für richtig? Eine Demokratie als Selbstbedienungsladen? Und was unsere Fragen angeht, nach denen, ich sage mal, Drehtüreffekten, Drehtürpersonalien und Beschäftigungswechseln zwischen der Landesregierung und Bertelsmann, die die Landesregierung mit Verweis auf Persönlichkeitsrechte und Datenschutzgründe zurückgewiesen hat, diese Personen sind uns allesamt bekannt. Zum Beispiel Konrad Lischka, 14 bis 16, Referent für digitale Gesellschaft, Megabits, Megahertz in der Staatskanzlei, jetzt Pressesprecher strategische Kommunikation bei der Stiftung. Der kommuniziert ja seine Erwerbsbiografie offen auf seiner Webseite. Suchmaschinen sind da hilfreich. In den Vorbemerkungen zur Antwort führt die Landesregierung zum Thema Einflussnahme durch Dritte aus, dass sie des Öfteren Informationen, Gutachten und Studien erreichen, unter anderem von Stiftungen, die sich, ich zitiere, als Think Tank bezeichnen.
Ganz offensichtlich ist die Landesregierung hier nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Der Eintrag zur Bertelsmann-Stiftung im Lobbyregister der EU wurde bereits im Februar diesen Jahres vom Think Tank zur Nichtregierungsorganisation, NGO, gewandelt. Die Stiftung ist damit nunmehr der drittgrößte deutsche Lobbyist in Brüssel mit einem Jahresaufwand von knapp 4 Millionen € für die Brüsseler Geschäftsstelle. Es liegt natürlich im Wesen von Lobbyorganisationen, dass sie auch ohne ausdrückliche Aufforderungen politisch und in Debatten Stellung nehmen. Die zentrale Frage ist nun, wie wird seitens der Exekutive oder der Politik allgemein mit solchen Formen des Agenda-Setting umgegangen? Immerhin, auf die Fragen 1 bis 3 listet die Landesregierung insgesamt 86 Aufträge und Kooperationen der Landesregierung, der Staatskanzlei, diverser Ministerien, Bezirksregierungen, nachgeordneter Behörden mit Volumina von einigen 100 oder 1000 bis über mehrere 10 bis 100.000 Euro. Die größten Brocken sind hierbei der Betrieb des Service Center der Landesregierung durch die Avato AG seit Rüttgers 2009 mit einem Volumen von knapp 7 Millionen € sowie das Projekt Kein Kind zurücklassen mit 5 Millionen €, mit dem die Stiftung ja mittlerweile selbst nicht mehr zufrieden ist. Bemerkenswert ist hier auch eine Differenz in der Darstellung. So spricht die Landesregierung bezüglich Avato lapidar von technischen Services, die Avato AG selbst laut Homepage von 80% aller eingehenden Bürgerkontakte, die bereits im Erstkontakt fallabschließend durch die Avato-Mitarbeiter bearbeitet werden. Bürgerkontakte? Wer regiert hier eigentlich? Gerade bei hoheitlichen Aufgaben bekommt die Privatisierung noch einen weiteren ziemlich dunklen Aspekt, nämlich Kontrolle und Überwachung. Avato ist schon heute der größte private Verwalter von Kundendaten. Mit der Übernahme hoheitlicher Aufgaben droht der Konzern, zu einem privaten Moloch zu werden, zu einer Sozialkontrolle GmbH, wie es Telepolis 2009 einmal ausdrückte. Als Teil der Bertelsmann Unternehmensgruppe verwirklicht sich dann endgültig eine düstere Warnung vergangener Dekaden. Das Zusammenwachsen der medialen Macht mit ehemals staatlichen Strukturen zu einem neuen Mechanismus der sozialen Kontrolle. Alles in allem erhärtet die Landesregierung durch ihre Antwort die Ansicht, dass es sich in den Strukturen zwischen Stiftung und der Bertelsmann Unternehmensgruppe um ein effizientes Steuervermeidungsmodell mit Lizenz zur Politikbeeinflussung plus ein sehr gewinnträchtiges Services für die öffentliche Hand Geschäftsmodell für die Bertelsmann Unternehmensgruppe handelt. So gesehen stellt die ausschließlich operativ arbeitende Stiftung eine Pervertierung des eigentlichen Stiftungsgedankens dar. Nicht der Stifter finanziert hier der Allgemeinheit eine Reformwerkstatt, sondern die Allgemeinheit finanziert ein Institut, mit dem Gesetze nach eigenen Wünschen, Interessen, entsprechend den Vorstellungen des Stifters in Richtung Privatisierung und Wettbewerb beeinflusst werden können. Wie dies geschieht, wie genau vorgegangen wird, kann jeder Mann und jeder Frau nachlesen auf www.reformkompass.de. Bemerkenswert ist auch, dass die Landesregierung sich in der Antwort auf Frage 41 in ihrem Handeln ausdrücklich auf die Prinzipien der sogenannten Good Governance beruft. Im Zusammenhang mit dem vorherrschenden neoliberalen Regime geriet gerade dieser Begriff zunehmend in die Kritik namhafter Wissenschaftler und Demokraten. Dem Gesellschaftstheoretiker Thomas Lemke zufolge kündigt die Governance das Verschwinden oder die Aushöhlung der staatlichen Souveränität an. Good Governance als Strategie der Politikvermeidung, als das Setzen von nicht mehr zu hinterfragenden Leitplanken für Diskurse, als kognitive Immunisierung, als Instrument, Politik auf lediglich technische Problemlösungen zu reduzieren. Wenn diese Einengung des öffentlichen Lebens mit der starken Betonung des Konsenses durch die Governance kombiniert wird, wenn bloßes Problemlösen Erwägungen sozialer Zustände und möglicher politischer Zukunftsszenarien ersetzt, wenn der Zwang zum Konsens die Auseinandersetzung zwischen unterschiedlichen Perspektiven ersetzt, dann wird das politische Leben dessen entleert, was die Demokratie in der Vergangenheit so wertvoll machte, nämlich der kraftvolle Ausdruck unterschiedlicher politischer Positionen und Wünsche, nicht nur nach Machiavelli, das eigentliche Wesen der politischen Freiheit. Für uns Piraten, ich komme zum Ende, ist jedenfalls zweifelsfrei klar, dieses System braucht nicht nur ein kräftiges Update, sondern einen Reboot, einen Neustart. Sonst heißt es nämlich in Bälde auf Nimmerwiedersehen Demokratie. Und beginnen könnte man ja damit, dass man die Gemeinnützigkeit solcher Strukturen einmal ernsthaft und detailliert hinterfragt. Auch in den Stiftungen. Das erwarte ich von Ihnen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Paul. Für die Fraktion der SPD spricht Herr Prof. Dr. Bovermann.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, insbesondere von der Piratenfraktion. Politikberatung hat die Aufgabe, einerseits Forschungsergebnisse aus dem Horizont leitender Interessen zu interpretieren und andererseits Projekte zu bewerten und solche Programme anzuregen und zu wählen, die den Forschungsprozess in die Richtung praktischer Fragen lenken. Dieses Zitat, Herr Dr. Paul wird es wahrscheinlich wissen, stammt von Jürgen Habermas, der sich schon in den 60er Jahren in seinem Aufsatz mit dem Verhältnis von verwissenschaftlicher Politik und öffentlicher Meinung beschäftigt hat. Seitdem ist das Thema Politikberatung immer wieder Gegenstand von Debatten gewesen. Nachdem in diesem Parlament bislang nur Herr Witzel mit einer Reihe von kleinen Anfragen zur Rolle von Gutachten versucht hat, auf sich aufmerksam zu machen, greifen nun auch die Piraten mit ihrer großen Anfrage das Thema auf. Dafür ist Ihnen erst einmal zu danken, ebenso wie der Landesregierung für die Beantwortung der großen Anfrage 21. Nun hätte ich allerdings von den Piraten erwartet, dass man sich in Anknüpfung an den wissenschaftlichen Diskurs und nicht nur oberflächlich mit dem Thema auseinandersetzt. Habermas selbst hatte während seiner Zeit für ein pragmatisches Beratungsmodell plädiert, in dem Wissenschaft und Politik in einem kritischen Wechselverhältnis zueinander stehen sollten. Natürlich spielte bei ihm die Öffentlichkeit als dritter Akteur in diesem Kommunikationsprozess eine ganz zentrale Rolle. Auch wenn klar ist, dass dieses Modell die Wirklichkeit nur unzureichend abbildet, hätte sich meines Erachtens doch eine Reihe von interessanten Anknüpfungspunkten ergeben, um die heutige Beratungslandschaft zu betrachten. So wäre sicherlich die Frage nach den unterschiedlichen Vermittlungsfunktionen zwischen Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft sinnvoll gewesen. Auch hätten die verschiedenen Angebote auf dem Beratungsmarkt in Form von kommerziellen Anbietern, parteinahen und scheinbar unabhängigen Stiftungen und dem kleinen Kreis wissenschaftlicher Politikberatungseinrichtungen betrachtet werden können. Schließlich wäre auch die Frage zu beantworten gewesen, was ist eigentlich gute und was ist schlechte Politikberatung? Meine sehr geehrten Damen und Herren, leider haben die Piraten mit ihrer großen Anfrage diese interessanten Themen verfehlt. Von vornherein konzentrieren sie sich auf eine Denkfabrik, die Bertelsmann Stiftungsgruppe bzw. Unternehmensgruppe. Auch verfolgen sie mit ihren Fragen nicht wirklich das Ziel der Erkenntnisgewinnung, sondern vielmehr die Bestätigung ihrer Vorurteile. Das kann man an der Vorbemerkung zu ihrer großen Anfrage erkennen. Diese sagt eigentlich mehr über die Fragesteller aus als über den Gegenstand der Befragung. So wird die Bertelsmann Stiftung von vornherein als wirtschaftsliberal etikettiert, was man zumindest einmal diskutieren müsste. Der Wettbewerb als Steuerungsinstrument und das bürgerschaftliche Engagement würden gegenüber der demokratischen Gestaltung und dem Sozialstaat dominieren, heißt es. Dass die Stiftung die Mission ihres Stifters verfolgt, eigene Projekte fördert und versucht, Einfluss auf die öffentliche Meinung und die Politikentscheider auszuüben, kann eigentlich nicht überraschen, sondern ist für diese Form der Politikberatung gerade konstitutiv. Und der Vorwurf, die Bertelsmann Stiftung schließe wissenschaftlichen Pluralismus durch ihre Satzung von vornherein aus, läuft ins Leere, denn bei der Stiftung handelt es sich gerade nicht um wissenschaftliche Politikberatung. Meine Damen und Herren, in der Beantwortung der großen Anfrage listet die Landesregierung die Beratungsleistungen, Gutachten, Stellungnahmen, Veranstaltungen und Kontakte auf, die im Verhältnis von Exekutive und Stiftung eine Rolle spielen. Ein Schwerpunkt bilden dabei die Kooperationsprojekte, insbesondere mit den drei Bildungsministerien. Übrigens haben alle Landesregierungen unabhängig von der politischen Farbe auf die Expertise der Stiftung zurückgegriffen, wenn auch interessanterweise in ganz unterschiedlicher Form, ist gerade schon erwähnt worden, die schwarz-gelbe Landesregierung beispielsweise beim Hochschulzukunftsgesetz. Beim Hochschulfreiheitsgesetz muss es natürlich heißen, Entschuldigung, die rot-grüne Landesregierung im Bereich der Prävention. Die Relevanz mancher Daten, die von den Piraten erfragt wurden, erschließen sich mir allerdings nicht. Ebenso, im Unterschied zu Herrn Dr. Paul, finde ich keine Belege für die von Ihnen in der Vorbemerkung vorgetragenen Thesen.
Bemerkenswert scheint mir die Beantwortung der Frage zur demokratietheoretischen Einschätzung. Hier verweist die Landesregierung meines Erachtens zu Recht auf die Trennung zwischen den demokratisch legitimierten politischen Entscheidungsträgern und den Institutionen der Politikberatung. Der Pluralismus wird dadurch gewährleistet, dass die Landesregierung nicht nur mit der Bertelsmann-Stiftung, sondern mit vielen unterschiedlichen Beratungseinrichtungen zusammenarbeitet. Auch die Kontrolle ist durch die Fachlichkeit in den Ministerien und im wissenschaftlichen Diskurs gegeben. Schließlich hat sich die Landesregierung selbst den Regeln der Good Governance unterworfen. Meine Damen und Herren, das heißt nun nicht, dass man alles gut finden muss, was die Bertelsmann-Stiftung an Ratschlägen erteilt. Kritik ist notwendig und berechtigt, zum Beispiel bezüglich des Reform- oder Hochschulrankings. Allerdings sollte man sich vor Pauschalurteilen hüten. Erst die konkrete Untersuchung anhand von Fallbeispielen kann hier Aufschluss geben über die Funktionen von Politikberatung. Meines Erachtens ist die Kooperation bei dem Projekt Kein Kind zurücklassen zwischen Landesregierung und der Bertelsmann-Stiftung unter Einbeziehung der Wissenschaft ein gutes Beispiel dafür, welche Möglichkeiten Politikberatung auch bieten kann. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Professor Dr. Wobermann. Für die CDU-Fraktion spricht der Kollege Keimes. Entschuldigung, Jostmeier. Nein, für die CDU-Fraktion der Kollege Keimes. Meine Gedanken waren gerade beim Vizepräsidenten, weil er gleich auch redet. Er hat doch schwarze Sachen an, ja. Bitte schön, Werner Jostmeier. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir hätten nichts dagegen, wenn der Kollege, der Vizepräsident Keimlis, zu dem Ergebnis käme, dass er sich bei uns in der CDU-Fraktion ganz wohlfühlen würde. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Stiftung, die Bertelsmann-Stiftung, ist 1977 von Reinhard Mohn gegründet worden und sie hält 77,6% des Aktienkapitals der Bertelsmann KGaA. Gebe zu, die Bertelsmann Stiftung ist nicht irgendwer. Das wird am deutlichsten vielleicht auch in der Rede, die der frühere Vorstandsvorsitzende und Präsidiumsvorsitzende Günther Thielen im Jahre 2002 auf dem 25. Jahrestag der Bertelsmann-Stiftung gehalten hat. Er hat da unter anderem gesagt, die Bertelsmann-Stiftung möchte durch die Verbesserung der Beratungsqualität direkt Einfluss nehmen auf politische Entscheidungsträger. Möchte in diesem Zusammenhang das, was das mit Politikberatung zu tun hat und wie weit Politikberatung geben darf und was Politikberatung per se schon ist, hier gar nicht weiter ausführen. Ich kann mich auf vieles da berufen und kann mich mit vielem einverstanden erklären, was mein Vorredner, der Kollege Bovermann, zu dieser Thematik gerade gesagt hat. Wir können in diesen Tagen, heute ist das zum Beispiel auch in der Presseschau, auch nachlesen, welche hilfreichen Ratschläge oder welche hilfreichen Erkenntnisse uns zum Beispiel die Bertelsmann-Stiftung dadurch gibt, dass sie die Frage beantwortet hat in dem Gutachten, was treibt populistische Parteien in Europa, was treibt populistischen Parteien in Europa die Wähler zu? Und das mal nachzulesen ist sehr hilfreich und da brauchen wir auch nicht zu fragen, ob das von der Bertelsmann-Stiftung eine andere Qualität hat oder ob das nachteilig ist. Meine Damen und Herren, unsere Auffassung ist, dass die CDU, die CDU-Auffassung danach liefert, die Stiftung, Bertelsmann-Stiftung hervorragende Impulse für den politischen Diskurs. Es sollte aber vermieden werden, das Gefühl oder der Eindruck, die Bertelsmann-Stiftung wolle damit die politische Agenda bestimmen. Und da gibt es, das gestehen wir Ihnen zu, Herr Dr. Paul und den Piraten mit dieser großen Anfrage, es gibt durchaus und gab kritische Stimmen. Es ist bezweifelt worden von vielen Organisationen oder auch von Medien und Medienvertretern die Behauptung der parteipolitischen Neutralität. So fragte zum Beispiel der Tagesspiegel im September 2006, und ich darf jetzt wörtlich zitieren,
Die Experten der Bertelsmann Stiftung sind in der deutschen Politik allgegenwärtig. Von den Kommunen bis zum Kanzleramt, von den Hochschulen bis zur Sozialhilfe. Die entscheidende Frage: Beraten Sie Politiker nur oder machen Sie selbst Politik? Und da bin ich nicht der Auffassung, dass man zu dem Ergebnis kommen kann, was da vorgetragen worden ist in einem weiteren Zusammenhang. Egal, welche Partei die Mehrheit bekommt, egal, wer regiert, das Ergebnis ist stets gleich, denn irgendwie regiere Bertelsmann schon mit. Und was Sie gerade sagten, Herr Dr. Paul, die Bertelsmann-Stiftung habe, ich darf wörtlich zitieren, gerade eine Lizenz zur Politikbeeinflussung und auf ein Nimmerwiedersehen der Demokratie. Diese Auffassung teile ich nicht und diese Auffassung teilt die CDU nicht, meine Damen und Herren. Man muss schon fragen, oder darf ich fragen, darf ich die Partei oder die Fraktion der Piraten fragen, welchen Mehrwert hat insgesamt eigentlich diese Anfrage? Im Ergebnis kann ich sagen, wir teilen die Auffassung der Landesregierung in weiten Teilen, die sie in der großen Anfrage als Antwort gibt. Wir, damit meine ich die Fraktionen, die Parteien, die Politik, wir arbeiten grundsätzlich mit allen in Nordrhein-Westfalen ansässigen Unternehmen, Verbänden, Sozialpartnern und mit der Zivilgesellschaft, wenn es uns dann hilft und wenn wir ihres Rates bedürfen, zusammen. Und das möchten wir konstruktiv. Und die Entscheidung darüber, mit wem wir zusammenarbeiten und inwieweit wir zusammenarbeiten, möchten wir auch beibehalten. Und da sehe ich, Herr Dr. Paul, auch keine Gefahr. Wir haben ja nicht nur die Bertelsmann-Stiftung, wir haben auch das RWI, wir haben auch das Institut der deutschen Wirtschaft. Und mit deren Ergebnissen und deren Ratschlägen zur wirtschaftlichen Entwicklung des Landes Nordrhein-Westfalen werden wir uns ja morgen früh beim ersten Tagesordnungspunkt hier unterhalten. Und da werden Vorschläge gemacht, die der derzeitigen Landesregierung oder der sie tragenden Fraktionen nicht so unbedingt schmecken dürfen. Von daher, wenn wir in der Wahl der uns beratenden Institutionen frei sind, ich sehe die Gefahr einer Herrschaft der Bertelsmann-Stiftung in dieser Weise nicht. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Justen. Wenn Sie im Moment hier bleiben, es liegt eine Kurzintervention von Herrn Dr. Paul vor. Prima. Herr Dr. Paul, bitteschön. Vielen lieben Dank, Herr Präsident. Lieber Werner Justmeier, erstmal zunächst mal danke für Ihre differenzierten Ausführungen. Aber Sie hatten mir eine konkrete Frage gestellt, welchen Mehrwert diese Anfrage hat. Ich kann jetzt schon sagen, dass drei namhafte Wissenschaftler daran sitzen, die Antwort der Landesregierung auszuwerten und das auch in Buchform zu publizieren. Der entscheidende Punkt ist, um das nochmal anzuführen, Sie sprachen davon, dass natürlich Bertelsmann Leute in Diskursbereichen in der Politik, in den Debatten überall und allgegenwärtig sind. Aber es gibt eben eine Menge freier Wissenschaftler, die nicht so organisiert wird wie diejenigen, die von der Stiftung beauftragt werden, die genauso viel wertvolle Dinge zu unserer politischen Landschaft und zur Weiterentwicklung beitragen können, die mehr oder weniger systematisch durch Leitplanken, die auch die Stiftung mit ihren Kongressen setzt, aus den Diskursen gedrängt werden. Und das halten wir wirklich für sehr bedenklich. Danke. Bitte schön, Herr Kollege Justmeier. Ja, das mag bedenklich sein, aber was hindert uns denn, Herr Dr. Paul, wenn wir uns dieser wissenschaftlichen Erkenntnisse, die bei der Bertelsmann-Stiftung keine Chance haben, als in der Politikberatung da bedienen? Wir können die Leute doch jeweils holen, wenn wir wissen, welche Haltung sie vertreten, sondern wenn wir uns da beraten lassen wollen. Ich sehe die Stellung der Bertelsmann-Stiftung in diesem Punkt nicht als Hindernis, dass wir als Politik, als Fraktion die Freiheit haben, uns beraten zu lassen, von wem wir wollen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Justmeier. Für die Fraktion der Grünen spricht der Kollege Kalmes. Vielen Dank, Herr Präsident. Lieber Herr Dr. Paul, zunächst mal Ihnen, der Fraktion, herzlichen Dank für die große Anfrage, weil Sie nehmen damit das Recht einer Oppositionsfraktion wahr, die Regierung nach dem zu fragen, was Sie interessiert. Und wenn Sie der Zusammenhang interessiert, ehrt Sie das auf jeden Fall. Und es ist gut,
dass wir diese Anfrage vorliegen haben. Danke auch an die Regierung, dass Sie sie beantwortet haben, soweit das in Ihren technischen Möglichkeiten stand. Ich habe also beim Durchsehen nirgends erkannt, dass es da der Versuch gemacht wurde, irgendetwas nicht zu sagen, was man nicht hätte herauskriegen können. Zumal, wenn man es sich durchliest, es insgesamt weniger dramatisch klingt, als es hier zum Teil in der Bewertung von Ihnen, Herr Kollege Dr. Paul, dann vorgetragen wurde. Das Unternehmen Bertelsmann ist ein Unternehmen mit Sitz in Nordrhein-Westfalen. Der Konzern ist in 50 Ländern weltweit aktiv. Er hat fast 120.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Er ist ein Medien-, ein Dienstleistungs-, ein Bildungsunternehmen. Hat einen Umsatz von über 17 Milliarden Euro im Jahr 2015 und ist damit vermutlich eines der größten Medienunternehmen auf der Welt, wenn auch bei weitem nicht das größte, das bestimmten die amerikanischen Märkte, wer die größten Unternehmen sind und politisch sicher eines der wirkungsmächtigen auch in Deutschland, das ist so. Aber Nordrhein-Westfalen ist ein Land mit vielen Stiftungen, es gibt viele, die sich engagieren und die durch ihre Stiftungen und durch ihre Expertise auch auf die Politik zugehen, umgekehrt auch von der Politik befragt werden. Und insofern, da stimme ich dem Kollegen Josmeier zu, haben wir als Parlament die Möglichkeit, uns die Meinungen aus den verschiedensten Bereichen zusammenzustellen und uns nicht politisch in eine Richtung binden zu lassen oder uns sozusagen festzulegen auf eine bestimmte Denk- und Arbeitsweise. Ich störe mich etwas an dem Versuch, den Sie mit dem, vor allen Dingen, das wurde von Kollegen Hovermann auch angesprochen, in Ihrer Einleitung zur großen Anfrage schon andeuten, dieser Versuch zu unterstellen, dass dieses ganze Land sozusagen gesteuert wird von einer geheimnisumwobenen Stiftung, die da irgendwie herumoperiert mit bestimmten neoliberalen Vorstellungen und versucht, uns alle hier sozusagen auf ihren Wagen zu zerren. Und ich frage mich auch ehrlich gesagt, ob wir da nicht ein bisschen unser Selbstbewusstsein als Parlamentarier und auch als Parlament des größten Bundeslandes unter diesen Scheffel stellen, wenn wir also wirklich annehmen, dass das entscheidende Kriterium ist, ob jetzt die so oder so oder so geraten haben in bestimmten Zusammenhängen und ob die einen Teil der sozusagen Überlegungen, die hier angestellt werden, mitbestimmen oder nicht. Herr Kollege Kabel, würden Sie eine Zwischenfrage von der Dr. Gerne. Paul Zwischenfragen immer gerne. Bitte schön, Herr Dr. Paul. Vielen Dank, lieber Herr Kollege Kabel, dass Sie diese Zwischenfrage zulassen. Nun ist ja gerade die Grüne Partei auf Bundesebene durchaus auch kritisch gewesen in diesen Dingen. Und vor dem Hintergrund, dass Sie sagen, Sie unterstellen mir da so ein bisschen, wir würden da was wittern oder so. Ihre Parteifreundin Antje Vollmer äußerte gegenüber der Taz in einem Interview 2010, ich würde mir, zitiere, außerhalb jeder politischen Machtfunktion nicht zutrauen, als David diesen Goliath juristisch zur Strecke zu bringen. Ich appelliere nur an alle, denen Stiftungen für eine offene Gesellschaft wichtig sind, endlich diese Debatte über Gemeinnutz zu führen. Wir brauchen diese Diskussionen im Bundesverband der Stiftungen und in der Bertelsmann Stiftung selbst. Wie bewerten Sie diese Aussage Ihrer Parteifreundin? Da ist aus meiner Sicht, Herr Kollege Dr. Paul, gar nichts gegen einzuwenden, dass so eine Diskussion auch innerhalb der Stiftungen geführt wird. Es ist auch überhaupt nichts dagegen einzuwenden, dass man das, was Stiftungen an Arbeit leisten, immer wieder überprüft, dass die Stiftungen sich auch möglichst selbst immer wieder überprüfen, in Frage stellen. Ich hatte aber eigentlich eine andere Frage gestellt, nämlich die, wo eigentlich sitzen die Feinde dieser Demokratie? Und ich habe manchmal den Eindruck, Sie versuchen und quasi der Bertelsmann Stiftung zu unterstellen, sie sei jetzt sozusagen etwas, was die Demokratie bösartig unterwandert. Ja? Und da wäre ich an Ihrer Stelle etwas vorsichtiger im Umgang mit Stiftungen insgesamt und auch mit der Bertelsmann Stiftung. Und dazu gesagt, ich wäre auch etwas selbstbewusster. Ich würde mir das doch gar nicht einreden wollen als Parlamentarier, selbst wenn es manchmal punktuell so ist, dass ein bestimmter Einfluss von irgendwoher genommen wird. Ich bestreite das überhaupt nicht. Auch für diese Stiftung gilt das. Trotzdem finde ich das Dämonisieren so schwierig oder das es sozusagen so zu unterstellen. Ich lese Ihnen eine Formulierung vor, die mich wirklich hellhörig macht, wenn Sie sagen oder Sie deuten an, dass die Demokratie als Selbstbedienungsladen dadurch definiert werden könnte, durch solche Art des Umgangs miteinander, wie es hier von Ihnen unterstellt wird. Und ich finde, so ein Begriff wie Demokratie als Selbstbedienungsladen, der kommt für mich aus einer ganz anderen Ecke, Herr Dr. Paul. Und da tue ich die Piraten ja nur bewusst nicht hin. Sie sind ja eigentlich keine populistische Truppe. Sie sind ja eigentlich keine AfD-Vorgänger oder Nachkömmer, sondern sie sind doch eigentlich eine Truppe, die sagt, wir kommen aus der digitalen Zukunft und wollen euch mal erzählen, wohin das geht, wenn es sich so oder so entwickelt. Da ist für mich die Bertelsmann-Stiftung unter Umständen
an manchen Stellen sogar eher ein Diskussionspartner, auch aus Ihrer Perspektive, als jemand, den wir da als Feind an die Ecke stellen, sagen, die sind jetzt, die unterwandern uns mit einem bestimmten Denkschema. Sie sind doch des Denkens selber in der Lage. Sie müssen sich doch von denen nicht vorschreiben lassen, wie neoliberal oder nicht gedacht wird. Mir ist das manchmal als Sparringpartner ganz interessant, wenn ich von jemandem erfahre, aha, so siehst du das, ich habe meine eigenen Vorstellungen und man gleicht das miteinander ab. Also ich verstehe nicht so ganz, wo Sie da die große Not sehen. Ich verstehe die Grundproblematik, die sehe ich auch, die sehe ich nicht nur bei der Bertelsmann Stiftung. Letztlich gilt das für jede Form der lobbyistischen Einflussnahme auf Politik. Man muss immer untersuchen, wie weit geht das und welchen Einfluss hat das. Und natürlich, das geht uns Grünen, wie anderen hier im Hohen Hause auch so, dass wir manchmal denken, verdammt, da hat aber jemand besonders viel Einfluss. Und das gefällt uns dann auch nicht. Und manche, die dann gerade was zu sagen haben, richten sich womöglich auch etwas zu sehr danach. Das stellen wir dann fest. Dann muss man darüber streiten. Dann muss man versuchen, Mehrheiten dafür zu kriegen, dass das wieder wegkommt und so nicht passiert. Aber so eine Grundtendenz zu unterstellen, als ob die Demokratie gefährdet wäre durch eine Bertelsmann-Stiftung und deren sozusagen Aktionsradius, das würde ich sagen, also sehe ich, darf ich glaube ich auch für meine Fraktion so deutlich sagen, sehen wir so nicht. Die Gefahren für die Demokratie, die sehe ich ganz woanders. Die sehe ich da, wenn so Begriffe kommen wie Demokratie ist zum Selbstbedienungsladen geworden. Das ist eine Gefahr, wenn man das sagt. Weil das leistet einem Denken Vorschub, was sehr verbreitet ist inzwischen leider und wo die Leute sagen, naja, das ist hier sozusagen die Bude, in der nur geredet wird und das ist sozusagen gar kein Parlament mehr. Und so, wenn man sich selber in seinem Selbstbewusstsein so herunterredet, herunterdiskutiert, indem man sich in so eine Relation setzt, dass angstvoll nach oben guckt, die böse Stiftung oder der böse XY, dann glaube ich, dient man der Demokratie nicht. Sondern man ist im Grunde in der Gefahr, die Demokratie sozusagen als ein schon im Ausverkauf befindliches Modell der Politik zu bezeichnen. Das sehen wir nicht so. Ich glaube, dass wir in ganz vielen Bereichen mit allen aus der Zivilgesellschaft stark in der Diskussion bleiben müssen. Dazu gehören dann auch Stiftungen und Unternehmen und Institute und wer auch immer. Aber das Entscheidende für mich ist Selbstbewusstsein des Parlaments, Selbstbewusstsein der Gewählten, frei gewählten Parlamentarierinnen und Parlamentarier und immer auch eine kritische Auseinandersetzung mit den durchaus auch von Ihnen ja richtig gestellten Fragen. Ich habe das am Anfang gesagt und damit schließe ich. Die große Anfrage hat ihr Recht. Sie ist beantwortet nach bestem Wissen und Gewissen, darf ich unterstellen, der Landesregierung. Und man kann sich damit, Sie haben das ja angedeutet, auch in anderen Zusammenhängen weiter auseinandersetzen. Nur, dass diese Arbeit schon eine Gefahr für die Demokratie darstellt, das würde ich an der Stelle hier in Frage stellen. Die Gefahren für die Demokratie, die lauern ganz woanders. Die lauern bei den Vereinfachern, nicht bei denen, die uns was aus ihrer Sicht heraus erklären, sondern die lauern an Stellen, die wir ja schon mehrfach hier besprochen haben. Und deshalb sage ich es nochmal, lassen wir uns nicht auf diesen Weg führen und Begriffe benutzen, die andere schon benutzen, um die Demokratie an sich in Schaden zu ziehen. Und ganz sicher gehört weder der Bertelsmann-Konzern noch die Bertelsmann-Stiftung zu einem demokratiefeindlichen Umfeld. Insofern muss man die Diskussion in diese Relation setzen. Da soll sie geführt werden. Da haben Sie einen Anschluss gegeben. Nochmal vielen Dank dafür. Und damit ist aus unserer Sicht zu diesem Punkt für heute alles gesagt. Für die Zukunft sicher noch nicht. Es gibt weiter zu diskutieren. Und dann nochmal, Antje Vollmer hat da nicht Unrecht, dass man das auch in diese Stiftung hinein, in diese Institute und Beratungsunternehmen hineintragen muss. Und wenn die große Anfrage da für die Zukunft einen Dienst miterwiesen hat, so wie Sie andeuten, durch weitere Bearbeitung, dann soll das so sein. Und wir werden das alles gemeinsam, selbstbewusst und offen miteinander diskutieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Kalmis. Für die FDP-Fraktion spricht die Frau Kollegin Freimuth. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, in einer Anhörung des Hauptausschusses zu einem Antrag zur Einführung eines Transparenzregisters im September haben uns die geladenen Sachverständigen wissen lassen, dass die Begriffe Lobbying und Lobbyismus gerade in der Bundesrepublik Deutschland sehr häufig ausgesprochen negativ belegt sind. Mit Lobbytätigkeiten wird in der bundesdeutschen Wahrnehmung häufig die in Klammern versuchte, weil da bin ich ganz bei dem Kollegen Kalmis, was auch das Selbstbewusstsein von uns als Parlamenten angeht, die versuchte Einflussnahme monetär oder meinungsmächtig aufgestellter Vertreter von Partikularinteressen auf die politische Meinungsbildung in den Parlamenten, Regierungen, in der Öffentlichkeit verbunden. Das bedeutet nicht, dass es solche Einflussnahmen
nicht oder Einflussnahmeversuche nicht geben mag. Das zeigt auch die ganze Bandbreite eben möglicher Interessenartikulationen bereits auf. Jenseits von Wahlen und Abstimmungen erscheint aber das Herantragen von Ideen und Interessen an Verantwortungsträger stets dann aussichtsreicher, wenn es in irgendeiner Form organisiert, strukturiert und natürlich auch ausgestaltet erfolgt. Bei den mittels Lobbying verfolgten Interessen muss es sich auch nicht nur um Partikularinteressen handeln, auch zugunsten von Gemeinwohlinteressen. Zum Beispiel, lassen wir uns nur mal die Beispiele im Naturschutz, zum Beispiel im Umweltschutz aufgreifen. Auch im Gemeinwohlinteresse wird Lobbying betrieben. Kein Abgeordneter oder keine Abgeordnete wird von sich behaupten wollen, können, Experte oder Expertin, wir wirklich für jedes erdenkliche Sachgebiet sein zu können. Und deswegen bedarf es ja auch gelegentlich des Rückgriffs auf externen Sachverstand. Sonst würden zum Beispiel auch unsere Sachverständigenanhörungen in den parlamentarischen Beratungsverfahren irgendwo auch eigenartig anmuten. Deswegen Lobbying ist nicht per se negativ zu beurteilen. Auch bei der Bertelsmann Stiftung haben wir es um einen Akteur zu tun, der in einem umfassend verstandenen Begriff des Lobbying auch dort zuzurechnen ist. Offen und im Internet für jedermann recherchierbar, verfolgt die Stiftung auch politische Ziele. Dagegen ist auch nichts einzuwenden. Bertelsmann tut hier nur, was andere Lobbygruppen ebenfalls tun. Und Sie sagen es auch, klar. Die große Anfrage der Piraten zielt allerdings eher so darauf ab, Bertelsmann gerade mit dem Blick auf das Sitzland Nordrhein-Westfalens und die hiesige Landespolitik ein, so will ich es mal beschreiben, unlauteres Meer zu unterstellen, eine Art verdeckte Steuerung oder Beeinflussung politischer Prozesse in diesem Land. Und da gibt die Antwort der Landesregierung wirklich in der Antwort nichts, aber auch gar nichts her. Wir wissen nun, dass das Lehrerfortbildungsprojekt Vielfalt fördern zur individuellen Förderung von Schülern in Kooperation mit der Bertelsmann Stiftung ausgeführt wurde. Auch das Projekt Kein Kind zurücklassen und musikalische Grundschule fallen in diesem Bereich. Ebenso Expertisen mit Blick auf das Hochschulfreiheitsgesetz und die Gründung von Hochschulgesellschaften. Wir wissen ebenfalls, dass vereinzelt natürliche Personen, die einmal für ein Bertelsmann-Unternehmen oder die Stiftung tätig waren, nunmehr Tätigkeiten in der Landesverwaltung ausüben. Wir wissen schließlich, dass es Kontakte und Treffen zwischen Mitgliedern der Landesregierung und der Bertelsmann-Stiftung, Angehörigen gegeben hat. Meine Damen und Herren, was ich der Antwort der Landesregierung entnehmen kann, erschüttert mich keineswegs. Erkenntnisse dahin, dass es sich bei der Bertelsmann Stiftung um ein in Anführungszeichen schwarzes Schaf des Lobbyismus handeln könnte, finde ich in der Antwort nicht. Eine Beeinflussung landespolitischer Prozesse ist für mich ebenfalls nicht zu erkennen, auch nicht bei den Einzelprojekten, da diese ja offensichtlich auch politisch intendiert waren und ohne Bertelsmann dann eben mit Unterstützung anderer externer Dritter auch realisiert worden wären. Im Übrigen haben wir ja auch hier im Parlament darüber dann letztlich noch abgestimmt und befunden. Die Antwort auf die Große Anfrage zeigt im Ergebnis also lediglich auf, dass die Bertelsmann Stiftung und Teile des Konzerns dem Stiftungs- und Unternehmenszweck entsprechend Lobbyaufgaben auch wahrnehmen. Dabei handelt es sich auch um eine rechtlich zulässige Verhaltensweise. Die Bertelsmann Stiftung ist auch mit keinem US-amerikanischen Superpack irgendwie zu vergleichen, das ohne irgendeine Offenlegungspflicht Spenden in sich aufsaugen und dann derartig ausgestattet dann Einfluss auf politische Prozesse nehmen kann. Die Stiftung ist auch im Übrigen, nur weil wir das unter dem Gesichtspunkt Transparenzregister und Lobbyregister diskutiert haben, die Stiftung ist im Übrigen im Transparenzregister der Europäischen Union eingetragen.
Letztlich versuchen die Piraten hier, so stellt sich mir das dar, eine Skandalisierung, die aber ohne Erfolg bleibt. Was der Antwort auf die Große Anfrage aber sehr wohl entnommen werden kann, sind Anforderungen an Transparenz und Öffentlichkeit von Lobbytätigkeiten. Die Antwort enthält keine anderen Informationen als diejenigen, die sich im Übrigen auch in einem öffentlichen Lobbyregister oder einem legislativen Fußabdruck finden könnten. Gäbe es diese Instrumente zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, hätte es der Anfrage und damit auch der heutigen Debatte wahrscheinlich nicht bedurft. Aus freidemokratischer Sicht ist deshalb auch wirklich an der Zeit oder gerne an der Zeit, in der kommenden Wahlperiode auch das aufgreifend, was wir in den letzten Monaten dazu diskutiert haben, einen möglichst breiten Konsens über die Einführung eines geeigneten, wirksamen Lobbyregisters oder auch des legislativen Fußabdrucks auch herzustellen. Nordrhein-Westfalen könnte hier ganz sicher auch mit einem guten Beispiel vorangehen und ein modernes, demokratischen Anforderungen unter Beachtung des freien Mandates der Abgeordneten genügend, ein derartigen Kriterien und Ansprüchen genügendes Regelwerk zu erstellen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Freimuth. Lassen Sie mich ganz kurz eine Bemerkung machen zur eigenen Person jetzt hier. Normalerweise würden wir nicht so tauschen während eines Tagesordnungspunktes. Aber der Kollege Uhlenberg musste leider pünktlich weg. Deswegen haben wir vereinbart, ich mache das trotzdem, weil ich eigentlich zu dem Punkt da hinten sitzen würde gerne. Ja? Aus verschiedenen Gründen, zum Beispiel, weil Sie mich nochmal ansprechen wollen. Bitte um Verständnis, wir konnten das technisch anders regeln. Fahren wir fort mit der Redeliste. Als nächster Sprecher jetzt für die Landesregierung Herr Minister Groschek in Vertretung von Herrn Lersch-Mense. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, trotz der hinterfragten Zeiträume, trotz fehlender Geschäftsstatistiken, trotz manchmal unbestimmt wirkender Personenkreise, die unter Überschriften wie Gremien, Beiräte etc. hinterfragt wurden und so eine konkrete Antwort schwer gemacht haben, haben wir daten- und fristgerecht umfänglich geantwortet. Unterstellte Anstößigkeit ist mit keinerlei Indiz zu belegen. Und deshalb gestatten Sie mir nur einen Hinweis. The Circle ist ein fiktiver Roman, der in Kalifornien gut beheimatet ist. Der gehört nicht nach Gütersloh. Bertelsmann und die übrigen Unternehmen im Lande sind wichtige Gesprächspartner für die Landesregierung, selbstverständlich. Dazu zählen auch Sozialpartner, Kirchen, Verbände, Initiativen. Und die Kooperation mit Bertelsmann als Gruppe und Stiftung ist im Übrigen breit dokumentiert und deshalb auch transparent dargestellt. Die Zusammenarbeit ist keine Frage von Weltanschauung. Unternehmen müssen bei uns nicht zum Gesinnungs-TÜV. Und Bertelsmann ist natürlich sowohl Medienunternehmen wie Beratungsunternehmen, aber das in aller Öffentlichkeit und nicht hinter verschlossenen Türen oder unter falscher Etikettierung. Bei der Expertise von außen ist für die Landesregierung ausschließlich fachliche Qualität entscheidend. Das wird auch deshalb transparent, weil wir Vielfalt und Qualität jeweils dokumentiert haben in einer Vielzahl von Antworten auf kleine Anfragen. Sie alle, die uns als Experten beraten, helfen, Politik und Gesetze besser zu machen. Sie ersetzen Politik nicht. Und das ist die entscheidende Grenze, die ja hier auch mehrfach thematisiert wurde. Für Denkanstöße, die über den Wahltermin hinausgehen und weit in die nächste Wahlperiode reichen, ist die Landesregierung genauso dankbar wie das Hohe Haus. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Bleiben Sie am Pult, bitte. Es gibt eine Kurzintervention angemeldet von den Piraten, von Herrn Dr. Paul. Wenn Sie. Danke, Herr Dr. Paul. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Präsident. Lieber Herr Minister, Circle hat ja mit Facebook und Google zu tun. Also das würde ich den Bertelsmännern in Gütersloh nie unterstellen. Aber ich bitte Sie um eine andere Einschätzung. Wenn man sich so die Gutachten der Stiftung und vor allen Dingen Stellungnahmen zur Sozial- und Wirtschaftspolitik durchliest, dann gibt es doch einen deutlichen Trend hin zu Unternehmerschaft ist gut, dagegen ist zunächst mal nichts einzuwenden und auch Privatisierung ist etwas
grundlegend Gutes. Wie ist es denn zu verstehen, wenn eine Stiftung, die zu mehr als drei Vierteln das Kapital des Konzerns hält und der Konzern selbst genau mit diesen Dienstleistungen aufwartet, zu denen die Stiftung in ihren Gutachten rät? Hat das für Sie nicht ein Geschmäckle? Ich meine, unabhängig davon kann die Politik immer frei entscheiden. Aber ich frage Sie, hat das für Sie nicht ein Geschmäckle? Nein, das hat es allein deshalb nicht, weil Sie ja das konkrete Handeln dieser Landesregierung überprüfen können. Und Tag für Tag beweist diese Landesregierung, dass sie sich von dem ideologischen Überbau der Stiftung privat vor Staat frei macht und frei hält. Fehler der Vergangenheit, die möglicherweise auch mit diesem Überbau zu tun haben, würde diese Landesregierung nie begehen, weil diese Landesregierung auf einem anderen programmatischen Fundament und anderen inhaltlichen Überzeugungen fußt und alltäglich das an Wertorientierung umsetzt, was im Koalitionsvertrag niedergelegt ist. Ja, vielen Dank, Herr Minister Groschek. Nun spricht für die SPD-Fraktion Frau Kollegin Warden. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! In der Debatte haben wir gerade schon einige Ausführungen zur Bertelsmann-Stiftung und deren Tochtergesellschaften gehört. Ich möchte trotzdem noch einige Punkte ergänzen und auch noch einmal hervorheben. In NRW haben wir im Moment ungefähr 3.780 rechtsfähige Stiftungen bürgerlichen Rechts. Und diese sind nach unserer Auffassung unverzichtbar für unsere Demokratie und helfen im Rahmen des verfassungsrechtlich verankerten Subsidiaritätsprinzips, gemeinnützige Projekte zum Beispiel im Sozial-, Kultur- oder Umweltbereich durchzuführen und unterstützen auch in Wissenschaft und Forschung. Die Gründung einer solchen Stiftung richtet sich nach dem Stiftungsgesetz NRW, wonach zur Entstehung einer Stiftung das Stiftungsgeschäft und die Anerkennung durch die zuständige Behörde des Landes, hier ist es die Bezirksregierung, erforderlich ist. Dies ergibt sich aus den einschlägigen Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches. Alle Stiftungen, so auch die Bertelsmann-Stiftung, unterliegen der Rechtsaufsicht des Landes, der sogenannten Stiftungsaufsicht. Deren Aufgabe ist es, zu überwachen und sicherzustellen, dass das Stiftungsgeschäft und die Satzung durch die Organe der Stiftung eingehalten werden. Die Stiftungsaufsicht kann, wenn sie es für erforderlich hält, Anordnung treffen, damit der Wille der Stifter beachtet und im Stiftungshandeln seinen Niederschlag findet. Die Politik hat darauf im Rahmen der bestehenden Gesetze keinen Einfluss, und das ist wichtig, da Sie in Ihrer Anfrage unter anderem auch den Stiftungszweck der Bertelsmann-Stiftung infrage stellen. Es gibt derzeit keine Hinweise darauf, dass durch die zuständige Stiftungsaufsicht Zweifel an der satzungsgemäßen Wahrnehmung der Aufgaben bestehen. Und ich finde, das muss vor dem Hintergrund des Tenors Ihrer großen Anfrage deutlich hervorgehoben werden, auch wenn ich nicht immer alle Inhalte der Studien und der Ausführungen der Bertelsmann-Stiftung teile. Ihre große Anfrage impliziert durch die Art der von Ihnen gestellten Fragen, die Stiftung bzw. auch die Unternehmensgruppe nehme einen einseitigen Einfluss auf die Arbeit von Landesregierung bzw. nachgeordneten Behörden, das haben meine Vorredner auch gerade schon ausgeführt, und sie arbeite nicht streng wissenschaftlich, und ich zitiere aus Ihrer Anfrage, ich erlaube zu zitieren, über die Meinungsmacht der Bertelsmann-Unternehmensgruppe hinaus übt Bertelsmann über die Stiftung eine politische Gestaltungsmacht aus, die weit über den Einfluss von Verbänden, Kirchen und Gewerkschaften, ja sogar von Parteien hinausgeht. Zitat Ende. Und deshalb möchte ich für meine Fraktion klar und deutlich sagen, Sie geben damit der Bertelsmann-Stiftung bzw. der Unternehmensgruppe eine Bedeutung, die diese im Alltag nicht hat. Wir begeben uns hier mitten in das Thema des sogenannten Lobbyismus und kommen damit zu der Frage der Abgrenzung einseitiger und von der Durchsetzung eigener Interessen bestimmter Einflussnahme und der Frage, wie kann fachkundiger Rat und wie können externe Überlegungen eingeholt werden. Denn die Bürgerinnen und die Bürger erwarten natürlich zu Recht, dass sich Entscheidungen allein an der Sache orientieren. Um das zu gewährleisten, nutzen wir als Parlamentarier, aber auch die Landesregierung und alle nachgeordneten Behörden externe Beratung und Informationen. Und hier leisten viele Sachverständige und Experten eine wichtige Rolle, weil sie durch Expertenwissen eine Meinungsvielfalt eröffnen, die beiträgt, sachgerechte Entscheidungen zu treffen. Unsere Aufgabe liegt es dann darin, ausgewogen zwischen unterschiedlichen Interessen zu entscheiden, wo geht es mir um Einzelinteressen und wo steht das Gemeinwohl im Vordergrund. Die Landesregierungen, unabhängig von der jeweiligen Koalition, verhalten sich ähnlich,
wobei Sie, und das wird ja auch in der Antwort der Regierung dargestellt, genau wie alle anderen Behörden das Vergaberecht zu beachten haben. Und das gilt selbstverständlich auch bei der Vergabe von Projektaufträgen, Gutachten und Ähnlichem. Einen wichtigen Aspekt möchte ich noch hinzufügen. Stiftungen und andere zivilgesellschaftliche Akteure helfen, einen externen Blick auf gesellschaftliche Prozesse, auf Veränderungen im Land und auf das Handeln von Politik und Regierung zu erhalten. Und nicht nur die Bertelsmann-Stiftung, sondern auch andere namhafte Stiftungen wie die Hans-Böckler-Stiftung, die Friedrich-Ebert-Stiftung, die Konrad-Adenauer-Stiftung oder die Mercator-Stiftung beraten und begleiten Politik, Regierung und auch unsere Kommunen. Dabei ist es unsere Aufgabe, als verantwortlich Handelnde abzuwägen, wie wir mit Empfehlungen einer Stiftung umgehen und welches Gewicht wir diesen geben. Und auch die Landesverwaltung betont in ihrer Antwort deutlich, dass sie auf qualifiziertes Personal in den Fachbereichen zurückgreift und auch die wissenschaftliche Qualität der zur Rate gezogenen Studien oder deren Sachverstand prüft. Abschließend möchte ich mit einem Dank einmal an Sie als Piratenfraktion für die Anfrage und auch für die Möglichkeit zur Diskussion, aber auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landesregierung, die immerhin gut 42 Fragen rückwirkend über 10 Jahre beantworten mussten. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Warden. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Damit schließe ich die Aussprache und stelle fest, dass die Große Anfrage 21 der Fraktion der Piraten erledigt ist. Und wir kommen zu Tagesordnungspunkt 5. Eilantrag.